Jo. Was geht, Lo? Was geht, Lo? J-Lo. Oh, jetzt gleich. Oh, shit. Oh, I'm still Jenny from the Black. Digga, Bessie. Ey, Digga, Dings. Doch, am Telefonieren, ja? Hörst du mich noch, Bruder? Donny, hörst du mich? Donny. Sonny. Ja, ich höre dich. Ah, okay. So. Ja, Bruder, sonst was geht ab, Mann? Zeig mal deinen neuen Wagen, Digga. Komm, Bruder, Digga, willst du? Komm. Ey, oh. Mach auf, Bruder, ich cruise. Ey. Anderen, der das so macht. Ey. Bruder, gönn dir Bratan eine Rundfahrt. Fahr, Digga. Achso, Bruder, gib ihn, Digga. Fünf Runden kommen um Block. Willst du warten oder willst du mit? Digga, meine Augen, ja, ich die glitzern, ich schwöre. Digga, der driftet irgendwie zu viel mehr. Ja, der driftet übel, Digga. Keine Ahnung, was ja, warum holst du den, Digga, warum holst du dich Lambo, Digga? Ja, ist halt so. Spaß. Bruder, der ist chillo. Der ist chillo, ja? Der ist so. Der hat mich aber ein bisschen so an C-Klasse, ja? Ja, ist, gell? So, Digga. Ja, der driftet ein bisschen zu viel, Digga. Ja, der driftet wirklich, Mann. Das ist echt fuck, so. Die Ausstattung ist feier. Ja, ja. Dieses aber der, Rot der ist drückt, richtig sexy, ohne Witz. Darf man kurz eine Runde drehen? Ja, fahr, Digga, ja, fahr. Ey, ist das der Priester? Ja, klar. Oder? Wen Priester? Sehen meine entzündeten Augen dort? Gepriesen, das war einer der besten Menschen, die ich auf dieser verdammten Insel jemals kennengelernt habe. Die Art Meister. Der Umarmung ist einfach unwiderstehlich und unwiederkennlich. Ja. Jawohl. Segne mich mal. Der Gott, Allmächtige, er soll dich segnen, sagen, Hans, er soll seine Hand über dein Haupt Hans kommt halten, gleich vorbei oder so. Soll dich salben und ölen. Wer ist Hans? Und er soll dir voll ich einschenken. Weiß, wie er mit Nachnamen heißt. Des Weiteren soll er dir viele junge Frauen bringen, die leicht bekleidet glaub, an der Stange tanzen und sich die Möse reiben. Amen. Amen. Human Labs? Digga. Nee. Es ist eine Stelle, kann ich dir ja sagen. Es ist eine Stelle. Aber du musst dort sein, einfach damit du es verstehst. Ich. So scheiße bauen. Alles gut. Okay. Aber du vertraust mir nicht. Okay. Guten Abend. Können wir dann los? Schickstandort dann, Digga. Schickstandort. Grüße dich, Sucuk. Schickstandort. Ja. Ja. Okay, dann auf geht's. Schickstandort. Ich denke, du hörst mich, du bleibst am Telefon, ne? Du schickst mir deinen Standort, ne, Nikolai? Mhm. Gut. Klappt das, Sayo? Ich mach so lange mein Mikrofon hier stumm im Handy. Schick mir den Standort, danach komm ich. Und beobachte das. Hast du? So. Ich hab Nikolai hier noch in der Leitung. Ich hab Nikolai in der Leitung. Ich muss da gleich vorsichtig hin, ne? Der hat irgendwie einen Film und er riskiert da irgendwas. Der ist mit fremden Leuten. Er hat mich jetzt angerufen. Ich muss da wohl gleich hin, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Wir können offen reden, Jungs. Pass auf, Brian, wartet einfach hier. Dann lass mal losfahren. Ja, ah, da ist Nico. Oh, dobro večer, die Herrschaft. Oh, ja, Sonny, Brat, was geht? Bruder, was geht? Oh. Schließ mal auf schnell, Kamera, dass ich einlagern kann. Dobro večer, die Herren und die Dame. Ey, Brat. Beziehungsweise heute ist Donnerstag. Ich höre zu, ja? Wir müssen auf Nikolai sein Gürtel aufpassen, der hat irgendwie was, ne? Die Stelle, wo alles zwischen Hakan und mir angefangen hat. Ganz einfach. Hakan sagte... Ich helfe mal. Komm, Teller, helf auch mal. Let's go. ...mich nicht mit euch gut stelle, dann wird Hakan nie wieder gut mit mir sein. Digga, alles okay am Telefon, Digga, Bruder? Sag mal bitte. Mach Huste mal, wenn es dir gut geht. Alles klar. Vergesst Standort nicht, Digga. Den Ort kennt ihr ja links, ne? Das ist der Leuchtturm. Nein, ich bin ehrlich zu euch. Seht ihr, ist keine Falle. Ey, wir müssen zum Leuchtturm, so ein, zwei Mann, Digga. Ja, macht schon mal ready. Der Vogel. Ich muss gucken, ob er noch am Telefon ist. Ach, Digga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Digga. Hä? Du bist so ein... Nee. Halt deine Fresse, Junge. Geh mir auf den Sack. Du brauchst eine Brille, oder was? Mach halt, du Idiot. Du Depp. Trottel, du. Junge. Ja, Dein Lieblingswort, ne? Das ist nicht mein Wort, Depp. Ja, warum machst du das denn immer? Weil ich überlege, Digga. Wenn ich überlege, dann macht man nur mal ein Geräusch. Und trägt das seinen Mitmenschen weiter, dass man gerade auf dem Schlauch steht, oder? Oder soll ich jedes Mal sagen, einen Moment, gerade mal eine Sekunde, ich überlege gerade? So wie Amelie M. macht, ne? Genau. Aber so schlimm ist es gar nicht, laber mal nicht. Ja, das ist richtig schlimm, Digga. Laber nicht, ehrlich? Manchmal ist es echt schlimm, ja. Boah. Scheiße, ne? Ja gut, aber das Ding ist halt, du weißt halt, dass ich nicht mehr da bin, wo ich bin.
Auch wichtig, okay. Weißt du? Ich weiß auch, dass der Herr Montana nicht mehr da ist, wo er ist. Dass der Herr Montana nicht mehr da ist, wo er ist. Okay. Ja, weiß ich auch, wusste ich auch. Ja. Mal gucken, jetzt hat er aufgelegt. Nikolai ist erleuchtet und er macht da Filme, den müssen auf seinen Gött aufpassen, Digga. Bist du bewaffnet? Was ist das für eine Frage? Natürlich. Sonny, wohin sollen wir jetzt nochmal genau? Also, ich habe Standort bekommen, das ist am Leuchtturm. Ich weiß nicht genau, ja, ich hab's gerade gemerkt, Gregor. Ich weiß nicht, was genau da los ist. Ich bin da jetzt auch dort. Warte mal, ich schick euch gleich mal meinen Stand. Hey Leute, ich komm, soll ich auch kommen, Digga, oder seid ihr schon? Ja, ihr könnt, Jungs, begebt euch mal vorsichtig dahin, der ist mit fremden Leuten, ich weiß nicht, was also er da wir macht. Wir hovern oben drüber in, bei 7000 Fuß, so, ja. Okay, sehr gut, Jungs. Er ist nicht genau, ich hab den Standort gerade, er ist nicht genau am Leuchtturm, sondern er ist an dieser Garage da unten. Also rechts neben dran, ja. Am siehst Stand, du die Garage? Okay, genau. Ja, 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 ich weiß, was du. Ich weiß, da, wo wir alle hingerichtet haben. Achso, direkt südlich, ah, okay, alles klar. Ja, ich sag euch Bescheid, wenn ich ihn gesichtet habe. Rico, lass mal aussteigen und vietnamesisch da hinschleichen. Ach, da unten, guck mal, oh. Ja, ich hab's gesehen. Vietnammäßig, sagt er, fährt schon fast mit dem Auto hin. Psch. Okay, ich und Taylor können einen Fallschirmsprung machen, ne, falls ihr noch Unterstützung unten braucht. Alles klar. Rico und ich sind jetzt vor Ort. Sehr, sehr nah dran auch. Die stehen alle da. Ich sehe Nikola ehrlich nicht. Wo ist er denn? Doch, da ist er. Ich nehme die alle auseinander, wenn die in einem Haar kommen, ne? Gesehen. Sollen wir runter? Noch nicht, Jungs. Der läuft gerade auch. Alles gut. Sonny, dreh ich mal um. Guck mal da. Wir wurden gebastelt. Er hat uns. Scheiße, der hat es gesehen. Hände hoch. Hände hoch. Floss noch. Hallo. Floss noch. Ihr sollt die Hände hoch machen, sonst seid ihr tot. Versteht ihr das? Sieht gerade du funkst? Ist das dein Ernst? Digga, willst du sterben, du Pisser? Junge. Junge, lang mich nicht an, hast du mich verstanden? Schieß ihn auf ihn! Stopp, stopp, stopp! Stopp, 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 stopp! Stopp. Wie gehörst du dir, du kleine Ficker? Ich hab in dir vertraut, du elendige Tricksack! Nimm die Waffe runter! Ihr wollt mich verarschen! Nimm die Waffe runter oder zieh gut. Und ihr nehmt auch die Waffen runter. Ich wusste es, das. Ich wusste es wirklich. Ich wusste es. Was schießt ihr, Trottel, auf uns so einmal spinnt ihr oder was? Halt deine Fresse! Denkst du nur, du hast Backup? Klar. Was für Backups? Ich meine, ich die Rede davon, dass. Ihr droht uns mit dem Tod. Hey! Du, Freund, wenn du hier aufkreuzt mit einer Maske, haben wir euch angesprochen, hättet ihr gleich sagen können, wovon ihr seid. Entschuldigung, aber war kein Absatz. Kann ja keiner riechen. Können wir jetzt weitermachen? Nikolai, ich finde den Desperate von dir. Du hattest Backup, genauso wie ich Backup habe. Es geht hier nichts um Backup. Deine Leute haben instant angefangen zu schießen. Was ist mit dem Backup? Was? Ihr habt gesagt, ihr habt eine Waffe am Kopf, bla bla bla. Ich töte euch gleich, ne? Hier, der eine mit dem Scheißkettchen. Ihr geht in euch. Ich komme von irgendwo. Du verdeckst uns gleich nicht mehr. Du verdeckst uns gleich nicht mehr. Du Clown, sag mal. Du. Lass uns weitermachen. Ja, willst auch sagen. Ich glaube, keiner ist hier ernsthaft verletzt, oder? Waffe runter. Nein. Nur ein Stretches. Mit der Scheißmütze, ne? Der hat mir Faust gegeben, Digga. Faust, Digga, der hat gesagt, der tötet uns, Mann. Wir haben über Respekt diskutiert. Respekt, Alter, Respekt. Digga, der hat uns richtig gebackt, ne? Der kam aus dem Nix. Rico. Ein Auto wahrscheinlich gesehen, ja. Hat er einen Waffen oder was? Nee, Mann, ich glaube nicht. Pistolen. Der eine Vogel hat gleich seine Super Soaker in die Luft gehoben. Der immer nur Mittel zum Zweck war. Lady Cold. Ja, genau. Ich bin der Mann, dem man Familie vorgegeugelt hat. Ich bin der Mann, dem man Familie vorgespielt hat. Ich bin der Mann, dem man angelogen hat. Ja, wir legen alle um. Immer, immer, immer wieder. Ja, Mann. Wer ist der Typ links? Meine Familie, die Boligada, indem ihr alle gegen uns aufhetzt. Auf jeden Fall hat er mir eine gute Faust gegeben, Alter. Wie das funktionieren soll, ihr hättet es fast geschafft. Designer-Typ, der mit seinem Lady Cold links, jetzt, so dumm links. Gewesen wäre. Der muss so Nasenbluten haben. Ja. Ob dem Boss noch eine Force geben, denn nicht, ey. Ich hab den mit Arcan Mac gedrückt und mit Mikro ziehen. Das ist wie die Brigada.
bevor das die Gespräch zu Ende ist, komme ich zu Wort noch kurz. Aber die Konsequenz, ich werde ihn schlagen. Machen dramatisch. Schnell ist rausgekommen. Mach ich. Danke. Wer immer dort aufgetaucht ist. Uwe. Uwe, 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 Uwe. Naja, Uwe hat halt seinen eigenen Kopf. Das ist der Kasus Knacktus, Nikolai. Kasus Knacktus. Das ist derjenige, der euch einen Gefallen tue. Immer und immer und immer. Bruder, schick dir Standort, okay, Bruder? Schick dir Standort. Okay, Bruder. Muss mich umziehen oder so? Aber nein, Nikolai. Nein. Kennst du noch den Herbst des Lebens? Das kommt mir nämlich gerade. Eins muss ich den Typ lassen, seine Stimme ist stabil. Den baffeln wir trotzdem. Und deswegen möchte ich dir auch. Ja, obwohl, der hat schon Nasenbluten, gell? Der hat Nasenbluten. Dann wirklich einfach wie kommt. Kein Bock, in den Knast zu gehen wegen nichts, Alter. Warte, ich lass ihn noch auf. Wegen relativ deutlich, dass du offensichtlich. Halt's Maul, nimm die Maske ab. Mann, du Penner. Kein Bock, dass du dich. Aber auf der anderen Seite kommt da irgendwie. Willst du Knast? Pass auf. Ja, okay. Ja, du hast eine Waffe, ziehst du auf, wenn nicht absichtlich vielleicht. Du bist aggressiv danach. Ja. Das ist alles ein bisschen konträr. Das ergibt keinen Sinn. Amel, ich glaube, wenn du jetzt da hingehst und einfach alle hinrichtest, ist der Nikolai nicht so böse, dann geht das tun. Doch, der ist nicht diesen, so. Es wurde immer mit der kurzen Hose, ne, versenke ich im Wasser. Das Erste, was er gerade gesagt hat, er wollte sterben. Echt? Und dann ziehen die Lady Calls, ja, ja. Die war schon schießweigert gewesen. Die haben auch als Erstes geschossen. Echt? Ja, natürlich. Ich sag dir ganz ehrlich, ich gehe von diesem Boden hier nicht, ohne dass ich dem in die Fresse haue mit der Kappe, ne? Ja, das ist auch der, der vorhin gebrüllt hat. Ich weiß. Ich weiß. Was denkst du denn mit ihren Lady Calls, was die machen? Keine Ahnung, Digga. Der mit der Kappe ist der Günther, ja? Also ich sag mal so. Ich hab gehört von vielen Leuten, bevor du da warst, Nikolai, war alles in Ordnung und wie immer. Und dann kam es nur noch, einmal heißt es nur noch, man wird angesessen, entführt und umangemacht von Brigadeleuten. Außer vielleicht wenn du dabei bist. Dir. Ja, riss es. Du bist, Digga, aber deine Leute, Digga, sobald man seinen Mund aufmachte. Pass auf, jetzt sag ich mal ganz generell, bitte, bei allem Respekt. Pass auf, wenn du mit deiner dreckigen Kappe und direkt immer sagst, dass du uns töten wirst, so wie du es eben schon wieder getan hast, ja, du bist doch der mit dem verkackten Motorrad, der da letztens weggefahren ist, ja, mit Hakan, wegen wem ich im Knast bin. Du drohst uns doch die ganze Zeit, ja? Sollen wir uns erschießen lassen von eurem Lady Calls oder was? Sollen wir uns respektlos behandeln lassen von euch? Wir kuscheln. Wollt ihr mich verarschen? Von niemandem. Was hast du gerade hier veranstaltet? Mit deinen Kollegen? Ihr habt geschossen. Wir haben geschossen, weil, guck mal, jetzt hört mal, jetzt hört mal zu. Komm doch mal zurück. Komm doch mal. Genau das ist mein. Genau das ist das Problem. Ja, ganz genau das ist das Problem. Eine Kindertruppe. Es tut mir leid. Bei allem Respekt, deine Häuser, Nikolai, tauchen ja auf mit Masken. Die tauchen auf mit Masken. Mit Klaus-Maske. Ich weiß nicht, ob die haben so. Sagen keinen Ton. Pass auf. Und sagen, wir haben auf die geschossen. Hört mir mal zu, wenn ich mal das Wort ergreifen kann, bei allem Respekt. Wir wollten einfach nur gucken, dass es Nikolai gut geht. Und noch was, wenn ich gerade am Wort bin. Du, mein Freund, guck mir in die Augen. Guck mir ganz tief in die Augen. Immer ein bisschen weg, ein bisschen Abstand halten. Meine Laserstrahlen gehen durch meine Augen. Die gehen in deine Augen rein. Laser- hör mir einfach zu und untersprich mich. Untersprich mich nicht. Schau mir in die Augen. Halte dich an deine eigenen Worte. Geh in deine Augen rein und werden dein Hirn auflösen, wenn du mir noch einmal in die Fresse schlägst. Hast du mich verstanden? Schlange dich bei einem Respekt, sei leise. Hey, ich rede nicht mit dir. Aus einem Grund nicht an. Das ist wegen Nikolai, aus Respekt zu ihm. Du hast mir eine Faust gegeben und die hat geschmeckt. Ich spüre sie jetzt. Ja. Mein Kiefer tut weh. Okay? Entweder ihr klärt das hier diplomatisch, weil Nikolai ist kein Unmensch, okay? Und wir sind auch keine Unmenschen, wir können immer reden. Jetzt nimm den mal zurück an die Leine, damit wir das hier in Ruhe klären können. Und jetzt bist du wieder respektlos. Jetzt ist genau wieder der Grund, wo ich dich nochmal auseinandernehme. Du hast mir ins Gesicht gehauen. Hast du mich verstanden? Du hast mir ins Gesicht gehauen, hast du mich verstanden? Seh schon, pack in die Waffen auf wieder. Ist ein richtig Crash-Nutzen, immer die gleiche Leine. Nein, pack die Waffen weg, wir brauchen keine Waffen. Wir können uns Waffen, ist unser Mund. Pack in eure kleine Dildos wieder ein, bitte, Freunde. Wir können noch reden mit uns. Ich hab dir gerade gesagt. Ja, weil ihr packt in eure Waffen auf. Die Waffe raus, also ich würde sagen, respektlos hat. Und dann redet ihr von Respekt. Ich hab dir gerade gesagt. Ja, du hast mir was gesagt. Ich bin der Letzte, mit dem man nicht reden kann. Was? Du hast mir ins Gesicht geschlagen. Du hast mir ins Gesicht
geschlagen. Ja, Riss, das hätte jetzt mal zweimal geschlagen. Siehst du? Und jetzt ist der Punkt, wo ich dich nochmal abstechen würde. Ich mache es nur aus Respekt zu Nikola nicht. Ja, der Respekt von Nikola. Ich weiß doch Respekt von Nikola. Du hast auch eigenen Anstand, Digga. Kann man vernünftig mal reden oder geht das nicht? Wir können alle vernünftig reden. In deine letzte Reihe, wo der gekommen ist. Ich bringe ihn um, Nikolai. Jetzt reicht's. Nein, ganz kurz. Du, ich komme nicht weiter, mein Mutter. Ich schwöre, ich bringe ihn um. Nein, du bist jetzt mal ruhig mit deinem Lisa. Du musst uns alle vier mit umbringen, wenn du ihn umbringst. Du bist jetzt mal ganz kurz ruhig. Du geh mal kurz zurück. Whoa, jetzt. Mir geht's darum. Reden wir? Oder bekämpfen wir? Wenn du in dein Nummer, du kommst dann nicht wie Terminator nach vorne stellen dich wie mein Freund. Ich bin der Terminator, Alter. Guck mich an. Okay. Was bist du? Okay. Sprich mal im ruhigen Ton, okay? Ich kann noch lauter reden, wenn ihr wollt. Okay. Du brauchst nicht laut sprechen, du Pfeife. Du! Ich kann auch lauter reden, wenn du willst. Ist kein Problem. Willst du sterben? Dann halt deine Fresse. Du sollst zurücktreten. Willst du sterben? Dann halt deine Fresse! Bitte, und du! Ich hab in deine Dusche. Ob du sterben willst, hab ich dich gefragt! Ey, kriegt hin, haltet eure Fresse, okay? Ich fackel euch alle ab! Okay, ich hab deine okay. Dusche. Fresse halt! Okay. Deine Dusche, mein Freund, bitte! Okay, du hast uns schon umgebracht, die ist mein so. Nikolai, sag dir noch ein falsches Wort, nicht so. Wir sind nicht im Kindergarten. Entweder wir reden normal wie respektvolle Männer, oder wir geben uns Fäuste, aber bei Fäusten, bei einer Faust in meine Richtung, Hagel ist Blei. Also nochmal. Ayo, das lieber eine zweite Rätselrunde tötet uns, wenn wir jetzt einmal mit Nikola reden und einmal was Falsches sagen. Macht ihr euch gerade wirklich über ihn lustig? Oh. Ich weiß nicht, wir sagen euch jetzt fünfmal, ihr sollt respektvoll mit uns Warte reden, mal. Denn so reden wir auch mit euch respektvoll. Aber hört mir jetzt bitte zu, denn ich möchte mal wieder euer Leben retten. Mal wieder. Ihr versteht es nicht, oder? Ihr seid nicht in der Position, euch über meine Leute lustig zu machen. Seid ihr nicht. Ihr wärt es gerne, aber ihr seid es nicht. Macht euch lustig. Nikolai, das ist das Problem. Wenn wir es wären, hätten wir es nicht getan, Nikolai. Das ist das Problem. Wir demonstrieren nicht unsere Macht, wenn wir sie haben würden. Weil wir jeden Menschen gleich respektieren. Und da sind wir wieder beim Punkt. So läuft das hier in der Stadt aber nicht immer. Wer macht das schon? Wir sind die Freunde deines Sohnes. Ja, warte ganz kurz. Komm, und das ist der Punkt. Genau deswegen will Haken nichts mit dir und deinen Jungs da zu tun haben. Weil ihr, bei euch können wir nicht so sein, wie wir nun mal sind. Und dann kommt uns einer mit Laseraugen tötet. Und trotzdem habe ich euch geholfen. Ja, habe ich gerade gesehen. Immer danke. Wieder. Das Problem, das deine Leute. Du hast ihn jetzt unter Kontrolle. Wir haben alle Hakan respektiert. Alle, wir haben ihn alle respektiert. Ne? Das Problem ist. Und noch was. Das Problem ist, ihr seid die ganze Zeit respektlos. Würdet ihr uns respektieren? Würden wir euch genauso respektieren? Passt mal auf, wenn ihr was macht, das ist wie man in den Wald reinruft, so schaltet es auch raus. Und es kommt immer aus eurer Richtung was. Ich gebe euch sogar dreifachen Respekt. Ach, guck mal, wer mit einem Finger auf einen anderen Menschen zeigt, zeigt mit drei auf sich selber. Ja, genau. Warte ganz kurz. Ich muss in uns doch einmal versitzen in unsere Lage. Wir sitzen hier ready mit Nikolai. Auf einmal drei Leute mit bewegten automatischen Waffen und eine Clownsmaske rennen oder sprinten die Becke runter. Was? Wie sollen denken? Er hat leider gelogen, wir haben keine einzige Waffe draußen gehabt. Und ich sehe Nikolai. Sag es. Ja, und wer hat die Waffen gezogen und geschossen? Ihr als erstes. Tony, nimm also, wir gehen davon aus, dass ein Attentat. Ja, nix was. Ihr seid sofort gekommen mit den Waffen und habt uns eure Lady Calls in die Fresse gegeben. Ihr wart maskiert. Ich habe nicht mal gefragt, zu wem ihr gehört. Ruhig, wartet. Nein, du hol mich so, ich habe Nikolai gefragt. Und Nikolai meinte nichts, der habe nichts geantwortet. Für mich ist keine Antwort auch eine Antwort. Und zwar die Antwort nein. Richtig, und deswegen, dann kam, hört mal zu. Ich wollte sogar noch sagen, hallo, bleibt locker, alles ist gut. Wir sind nur hier, um auf Nikolai aufzupassen, alles ist gut. Aber dann haben wir nicht gehört, ihr wart maskiert, wir schweifen so sehr vom Thema. Ihr wart maskiert und wir haben deutlich gesagt, Hände hoch und es kam nichts. Ich habe meine Hände hochgemacht. In einer Sache habt ihr mich falsch eingeschätzt. Ich bin nie alleine. Ich bin nie alleine. Was geht jetzt? Was macht ihr? Ja, du hast ihn nie wirklich bewegt und gut. Ich habe meine Leute im Griff. Sonst werdet ihr nicht mehr am Leben. Ja. Und hört auf zu provozieren. Nein, geh zurück. Sag es bitte. Genau das wollte ich gerade aussagen. Hört auf, sie zu provozieren. Ayo, meine letzte Bitte an dich. Nimm die Sache ernst. Die gehen halt. Ja. Schade, dass du das Ganze hier nicht so ernst nehmen kannst. Auch schade. Dass du das nicht so ernst nehmen kannst, Günther. Soll ich ganz kurz präsentieren, wie du dir das vielleicht wünschst? Besser nicht. Nikolai, sah mir in die Augen! Ich schon. Mahmoudi, komm zurück.
machst du jetzt wieder schon wieder dich lustig über ihn? Ja, nein, ich wollte Nikolai nur sagen, guck mal, wir sind nur mal, wie wir sind. So, weißt du, was ich meine? Ich meine das nicht auf der Respektebene. Muss ich mich vorstellen oder weiß er, wer ich bin? Beruhig dich doch, ich weiß doch, wer du bist. Damit er vielleicht, eins zu eins zusammenzählen kann, Digga. Ich weiß doch, wer du bist. Ja, wer bin ich? Was bin ich? Und du bist der heftigste hier. Nein. Ich bin gar nichts, ich bin ein kleines Licht. Du hast keine Ahnung, siehst du? Du hast keine Ahnung. Entschuldigung, du bist. Okay, du bist. Okay, Günther, bleib jetzt beruhig dich. Alles gut. Der lacht ihn aus, ne? Okay, gut. Ich werde jetzt hier gehen, sonst werde ich jemand umbringen. Tschüss. Mach's gut. Zwing uns nicht. Ich muss jetzt gehen, sonst stirbt jemand. Provozieren halt auch die ganze Zeit. Das Problem ist, die wissen einfach nicht, dass man nicht provozieren sollte. Und dann sind wir wieder die Schlimmen, weil wir uns ja wehren. Wo steht das scheiß Auto? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Im Tarnmodus, Digga. Wir fliegen zurück zum Anwesen, ja? Leute, kommt ihr auch dahin? Ja, wir sind gleich beim Anwesen. Dumme Mistratte, Digga! Vollidiot! Alter. Später alles gut. Ja, Mann, zu wem gehörst du? Erzähl. Shangreen. Hä? Shangreen. Junge, Alter. Bitte benutzt die richtige Spur, Digga, oder ich dreh durch. Jo, ist gut. Ist dann erst noch gehört, dass die euch hierher gerufen haben, als ihr gegangen seid, du und Rico? Was haben die gesagt? Dass ihr gegangen seid, weil ihr nicht loyal zu Nikolai steht. Oh, ist das so? Ja, Nikolai. Ja, sorry. Willst du mir auch sagen, dass ich mich gegen die Familie gestellt habe, ne? Von mir wirst du das nicht tun. Ich kann dich verstehen, deine Situation. Ich wollte dir einfach nur sagen, weil mir wurde mir zu Ohren gekommen, dass die Leute hinterhergerufen hätten, wo ich und Rico gegangen sind. Wir wären nicht loyal zu dir und deswegen gehen wir. Das haben die gesagt, ja. Warum sind wir gegangen? Um niemanden zu töten. Weißt du, was sie von mir bekommen haben? Was? Schwarze Rosen. Schwarze Rosen? Ja, jeder von denen wird sterben, der diese schwarze Rose nicht vorlegen kann. Die müssen sehr, sehr gut drauf aufpassen. Sonny, ich habe diese schwarzen Rosen von Miro bekommen, weil da müssen sie jetzt wirklich drauf aufpassen. Da müssen sie wirklich gut drauf aufpassen. Ansonsten sind sie tot.